Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Präsentation unseres neuen Projekts in der Handelsschule IPS. Alles, was wir euch heute am Nachmittag erzählen bzw. jetzt aufgenommen haben, haben wir im vergangenen Schuljahr in einzelnen Bausteinen ausprobiert und werden es im Herbst zu einem Gesamtprojekt, das wir Verantwortungsprojekt VERA mit der Abkürzung in der ersten Handelsschule starten werden. Wir werden es im Rahmen der Cool Plus Tage organisieren. Das ist unser Arbeitstitel, kann man sagen. Und ausprobiert und gestaltet und organisiert haben es meine Kollegin, die Frau Doris Schellenbacher. Hallo. Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Und mein Name ist Helga Gerecker. Ja, wie haben wir begonnen? Wir haben uns zuerst einen Titel für unser Projekt überlegt und sind auf Cool Plus Tage gekommen, weil wir am Donnerstag eben unseren Cool Tag haben. Das kann auf unserer Webseite nachgelesen werden oder wir stehen auch für Fragen zur Verfügung. Ja, und wir haben diese Cool Plus Tage eben am Freitag eingeführt. Jeden Freitag haben wir ein Zeitgefäß, wo wir fächerübergreifend arbeiten können und Fächer sind gesetzt fix im Web-Untis in den ersten beiden Stunden mit Deutsch, dann unsere Individualisierungsstunden namens Indie, auch hier könnten wir etwas später darüber berichten oder wenn Fragen auftreten oder auf der Webseite ist das nachzulesen und BPSK. Ja, Doris, magst du kurz erzählen, warum wir das machen und was sich da aus diesem Zeitgefäß ermöglichen lässt? Also ich unterrichte in der 1AS und in der zukünftigen 1AS BPSK. Und da gibt es natürlich auch im Lehrplan die Themen gelingende Kommunikation, Konfliktmanagement und das Selbstbewusstsein. Und wir arbeiten dann natürlich mit Übungen im Unterricht, aber dann draußen in der realen Welt können dann die Schüler Skills entwickeln, die man eben nur entwickelt, wenn man Dinge tatsächlich tut oder sieht und spürt. Und darum finde ich das einen sehr gelingenden Unterricht, wenn wir da eben zu zweit oder zu dritt, zu viert, es gibt immer wieder Kollegen, die da mitarbeiten, zum Beispiel Experten ins Haus holen oder wir uns aus der Schule wieder rausbewegen dürfen. Genau, und das haben wir heuer gestartet. Sie können das auch auf unserem Instagram-Account ein bisschen verfolgen, den Sie gerade hier sehen. Zwar gestartet sind wir im September oder Oktober mit einem Südwind-Workshop. Auch hier gibt es Informationen dazu, eher von der Seite von Südwind. Sie sind ja sehr bedacht darauf, in die Schulen zu kommen als Experten, wie die Doris gesagt hat. Und wir haben hier einen einführenden Workshop gemacht, der sehr gut angekommen ist. Das war unser erster Baustein, kann man sagen. Und das haben wir dann im Unterricht immer wieder aufgegriffen. Also die Themen waren dann immer wieder verschiedenste SDGs, also diese Global Goals. Wir haben dazu viel mehr angeschaut und einiges besprochen und Textsorten dazu geübt und so weiter. Also das war mal der erste Baustein. Sie sehen hier auch, wir haben dann Plakate bekommen von Südwind, die wir in der Bibliothek aufgehängt haben. Die wurden durchbesprochen und bearbeitet. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Du hast ja einen Workshop gehabt. Ja, es ist ja so, dass die Schüler im dritten Jahrgang eine Abschlussarbeit schreiben und auch hier hat es eine Projektgruppe gefunden, die einen Kreativwettbewerb zu den SDGs veranstaltet hat. Das heißt, es war dann auch jahrgangsübergreifend ein Thema zwischen den Schülern, organisiert eben von der dritten oder von Schülern des dritten Jahrgangs für die Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten Jahrgangs. Und so wurde das Thema eigentlich während des ganzen Semesters immer wieder aufgegriffen. Und Südwind ist dann auch im zweiten Semester wieder zu uns an die Schule gekommen, diesmal für den ersten und zweiten Jahrgang zum Thema Ernährung. Es war dann auch so, dass wir im Unterricht, im BPSK-Unterricht, uns mit dem Wert der Lebensmittel beschäftigt haben. Wieder fächerübergreifend mit Deutsch und BPSK. Wir nutzten auch die Indie-Stunden. Wir haben uns mit Too Good To Go beschäftigt, einer App,
die eben Lebensmittelverschwendung reduzieren soll. Wir haben Joghurt verkostet, das das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat. Wir haben Brot mit Butter beschmiert und tatsächlich auch verkostet und haben gemerkt, dass das Brot noch ganz wunderbar schmeckt, obwohl es ja eigentlich vom Vortag war. Und immer ganz so frisch, aber trotzdem ganz wunderbar und köstlich. Und weil das Thema Lebensmittelverschwendung eben so ein offensichtliches ist, haben wir uns dann auch noch in den sozialen Markt nach St. Pölten gewagt. Wir haben eine Führung bekommen, wir haben gesehen, wie die Lebensmittel in der Früh angeliefert wurden, wie die Qualitätskontrolle erfolgt. Ja, die Schüler waren mittendrin bei den Arbeiten. Und wie gesagt, das ist dann noch etwa etwas anderes, wenn man das sieht und wenn man da hingreift und wie gesagt, das auch spürt. Die Fotos sind gut, aber da mittendrin zu stehen, hat ganz eine andere Qualität. Genau, ja, das war für mich auch etwas ganz etwas Neues. Und als wir dann im Sozialmarkt waren, nach all unseren einzelnen Bausteinen, hat sich das irgendwie zu einem Ganzen geformt und die Geschäftsleiterin hat uns angesprochen und gesagt, sie suchen immer wieder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und so weiter. Und plötzlich ist die Idee entstanden, dass wir ja unser Verantwortungsprojekt, das in der ersten Klasse Hack seit Jahren läuft, in diesem Rahmen auch mit der Handelsschule starten könnten. Da haben wir immer ein neues Projekt gesucht und irgendwie hat sich das da als Ganzes ergeben und sind wir in Planung getreten. Das heißt, wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Wir werden ab Herbst 2022/23 die erste Klasse Handelsschule am Anfang gemeinsam betreuen. Wir haben Deutschstunden, wir haben Indischstunden, wir haben BPSK-Stunden. Dann werden wir einen gemeinsamen Südwind-Workshop eben organisieren, wo sie über die SDGs allgemein lernen. Dann werden wir Workshops machen zur Ernährung mit Hilfe von Südwind, das wurde uns schon zugesagt und auch die Finanzierung wurde schon besprochen. Dazwischen werden wir dieses Zeitgefäß immer wieder benutzen, um hier eben ja, das Ganze zu reflektieren und weiter zu planen mit den Schülern. Ist das geklärt und haben wir uns auch verschiedene Filme angeschaut und wir haben auch verschiedene Lernjobs dazu bereits im Kopf, beziehungsweise können wir sie von der Hack übernehmen zur Selbstwirksamkeit, zum Thema Verantwortung und so weiter. Wird diese Klasse geteilt? Ein Teil bleibt in der Schule und wird ganz normal unterrichtet, in Deutsch, BPSK und so weiter. Und die andere Gruppe, der zweite Teil, fährt 3 Wochen hintereinander am Freitag begleitet von einer Lehrerin, einem Lehrer nach St. Pölten in den Sozialmarkt und dort können sie oder müssen sie dann mitarbeiten, werden von dem Lehrer, der sie begleitet, wieder in die Schule zum Mittag gebracht und dann gibt es zum Beispiel auch Nachmittagsunterricht. Ist das erledigt? Sind wieder alle Schüler in der Schule? Und dann wird getauscht, das heißt die zweite Gruppe fährt dann dafür 3-mal nach St. Pölten und erlebt wieder dort eben diese Selbstwirksamkeit, etwas zu tun, wie die Doris gesagt hat, mitzuarbeiten. Und ganz wichtig für Deutsch zum Beispiel ist eben, dass sie da Protokolle schreiben müssen, Berichte schreiben müssen, haben wir dann diesen Aspekt dabei. Und Doris, was bringt das für euch oder für BPSK? Ja, also in BPSK und auch für die betriebswirtschaftliche Ausbildung, also sie sind mittendrin im Thema Handel, sie sehen, was ein Lager ist, wie das funktioniert. Sie bekommen mit, wie Personal eingesetzt wird, wie eine Personalplanung erfolgt. Es geht um Kommunikation, es geht um gelingende Kommunikation, es geht wahrscheinlich auch um Konfliktmanagement. Und wie gesagt, das spüren unsere Schüler dann hautnah und können dann gereift wieder in den nächsten Jahrgang aufsteigen. Genau, und ganz wichtig sind uns eben in diesem Zusammenhang diese SDGs, dass sie sie theoretisch kennenlernen, aber dann praktisch auch erfahren und dass sie das dann auch nach Hause und in ihr weiteres Leben mitnehmen. Und da ist eben dieses Service-Learning und dieses Lernen durch Engagement eben sind diese Begriffe, die hier
umgesetzt werden können. Ja. Und ganz zum Schluss werden wir dieses Projekt eben dann, wenn wieder alle in der Schule sind, abschließen beim Fest der Verantwortung, das wir jedes Jahr feiern mit der Handelsakademie. Dann haben wir auch jetzt die Handelsschüler dabei und da werden sie zum einen ein nachhaltiges Buffet gestalten können und zum anderen auch ihre ja, das ganze Jahr präsentieren können. Die Erfahrungen teilen. Genau. Ja, die besonderen Momente veröffentlichen. Genau. Und ganz wichtig sind uns eben nochmals zu sagen, die SDGs und auch die Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir es ins Privatleben mitnehmen und dass wir dieses Projekt so organisieren, dass wir es 1:1 jedes Jahr wieder so gestalten können in den ersten Gassenhandelsschulen. In der ersten Gassenhandelsschule. Ja, bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Genau, sehr gerne schriftlich und mündlich. Gut, vielen Dank. Dann vielen Dank.